So, da sind wir wieder zurück. Ich habe gerade schon eine Weile gequatscht und habe vergessen, auf Aufnehmen zu reden, zu drücken. Wir sind schon mal hier runter. Ich habe jetzt gerade auf Abend umgestellt. Wir werden mal gucken, wenn wir Bären entdecken sollen, dass wir hier eventuell es mit Trinkgebieten versuchen. Deswegen ist der Plan jetzt einfach mal hier einmal um die Insel rum. Ich weiß nicht, ob da Bären-Trinkgebiete sind, aber wir werden es rausfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich entmutet habe, nachdem ich ein kurzes Päuschen gemacht habe. Aber hey, hat vielleicht die Taste vom Stream Deck nicht funktioniert. Kann ja mal passieren. Aber zum Glück habe ich einen aufmerksamen Chat, der mir das sagt. Gut, wir nehmen mal Nachtsicht mit. Zumindest mal gewichtstechnisch sollten wir beides mitnehmen können. Wir nehmen mal... wo ist es denn? Da? Nee, das ist das Falsche gewesen. Da, steht doch Nachtsicht dran. Was hab ich mich denn so? So, Nachtsicht ist am Start und ich würde sagen, wir beginnen unsere Reise an dem See. Das halte ich noch am wahrscheinlichsten, dass da ein paar Bären am... Trinken sind. Wind ist sogar okay für da, wo wir hinwollen. Das ist gut. So. Da unten hören wir schon den ersten Warnruf wieder aus 300 Metern von dem Wolf. Drei Stück sollen wir identifizieren, ne? Aber warte mal. Spüre drei verschiedene Braunbären auf. Muss ich den Braunbär an sich sehen oder reicht es, wenn ich drei verschiedene Spuren... Naja, egal, wir werden es ja sehen, wenn wir eins von beiden finden. Theoretisch gesehen... Na gut, okay, wenn ich die Spur finde oder die Losung finde, habe ich ja den Bär noch nicht aufgespürt. Könnte man jetzt argumentieren. Also ich gehe mal davon aus, dass wir sie spotten müssen. Hast du geknurrt oder war ein Wolf in der Nähe? Fido. Bin mir gerade nicht sicher, um ehrlich zu sein. Da ist ein Wolf auf der Flucht. Okay. Auf der Flucht ist in Ordnung jetzt aktuell. Ob wir hier schon mal irgendwo eine Bärenspur mit entdecken, aber alles Wolf. Da ist auch ein Wolf auf der Flucht.
glaube, Wölfe gab es hier unten in der Ecke relativ viele sogar. Stein, ich habe gedacht, es ist ein Bär. Wölfe haben mittlerweile Angst vor mir, die greifen mich nicht mehr an. Achso, das war ja schon der See, wo ich gucken wollte. Schau da. Trinkt mal zumindest noch nichts. Es wäre natürlich Möglichkeit A, in der Hütte warten und gucken, ob Bären vorbeikommen zum Trinken. Er hat ja quasi gerade erst angefangen, die Trinkzeit. Oder weitergehen. Wir gehen einfach mal. Ich weiß nicht, ob hier am Rand auch Bären am Trinken sind. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung weiter hier. Ansitz habe ich jetzt nicht so Lust. Oh, automatisch laufen. Beste Taste in dem Spiel. Aufgeschreckt haben wir aber anscheinend auch keinen. Also sehr keiner hier an den See gekommen. Okay. Was habe ich hier für ein Trinkgebiet an dem See? Lux, glaube ich. Ja. Bisschen Orientierung.
Die Bären hier sind ja auch gerne mal direkt zu zweit unterwegs. Ist ja auch hilfreich. Wir müssten generell mal gucken. Habe ich irgendwelche... Ah, da hätte ich ein Bedürfnisgebiet tatsächlich. Die Idee bin ja gar nicht gekommen, zu gucken, was wir schon haben. Okay, das war das einzige Bedürfnisgebiet, was wir hatten. Das ist Fido, der hat Kreislauf. Guck mal, das ist ja relativ nah am Wasser, das Bedürfnisgebiet. Gut, uhrzeittechnisch passt es eher nicht so, aber... Hat auch was nachts durch den Wald laufen. Da war gerade irgendwo was. Oder war es mein Hund? Nee, da, ach, guck mal. Nummer 1. Zählt das? Nee. Spüre verschiedene Braunbären auf. 0 von 3. Hä? Muss ich doch die Spuren finden, oder was? Ich meine, wäre jetzt theoretisch nicht so schwierig, da jetzt hinzulaufen und die Spur anzuklicken. Oder war das außerhalb vom Gebiet? Nö. Achso, er steht in der Beschreibung. Kannst du nach Bärensporen suchen? Ja, okay. Na ja, gut, dann sagt ja keiner, dass ich die Bären nicht erschießen darf, oder? Ich meine, gut, ist nur ein Dreier und noch ein Dreier. Ich glaube, ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Oh, der ist ganz schön weit weg. Sollen wir das mal probieren? Da machen wir aber keine Nachtsicht, sondern das Scope drauf. ...350 bis 400 Meter. Habe ich getroffen oder habe ich drüber geschossen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist nicht so schlimm. Die Bärenspuren werden wir ja auf jeden Fall finden. Dann haben wir schon mal 2 von 3. Und den Rest verschreckt. Na gut, wir sollen ja nur die Spuren finden. Erstmal töten sollen wir wahrscheinlich danach ein. Wahrscheinlich gar nicht so smart, wenn ich die jetzt schon... Oh, da ist einer verendet. War das der 300 Meter weg war? Könnte sein, ne?
Das ist tatsächlich der, der weiter weg war. Der, der näher dran war, der ist nicht tot. Das ist ja witzig. Gut, den habe ich auch nur mit der 243. Da müssen wir bloß die Spuren jetzt mal finden. Der müsste doch hier irgendwo gewesen sein, oder? Oh, der ist auch tot. Okay. Beide tot. Dann sammeln wir die mal ein. Und sehen da schon den nächsten. Scheint gut zu laufen hier mit Trinkgebieten für Bären. So, jetzt müssen wir aber erstmal. Noch sehe ich gar keine Spur. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht leise sein. Müsste hier nicht irgendwo eine Spur sein? Gut, jetzt sind wir so nah an dem Bär dran, dass wir jetzt zu dem laufen. Oh. Das jetzt gezählt? Ah, das hat gezählt. Okay. Ein Siebener. Die gehen bis 9, ne? Wobei, wenn der Dreier schon Silber sein kann? Uff, ey. Wie sind denn hier, ist denn hier so die Range? Gold bei 23,8, Diamant bei 27,7. Und der kann bis 27. 23, okay, der ist, ich sage jetzt mal, der ist definitiv Gold. Okay, aber ich würde gerne den anderen hier noch finden. Erstmal. Wir sind jetzt da. War ich doch noch nicht. Aber ich glaube, das ist die Spur von dem. Der andere ist doch einen Berg hochgerannt. Der muss ja aber hier irgendwo noch die Spur zu sehen sein. Ich würde ungern jetzt die drei Bären da aufschrecken. Ich durchaus die Vermutung habe. Sehe schon nur noch zwei, der andere wird wahrscheinlich schon nicht mehr gerendert. Ah ne, doch, da ist er. Ich durchaus die Vermutung habe, dass wir auch noch einen killen müssen. Okay, da oben habe ich, glaube ich, gerade eine Spur blitzen sehen. Aber lustig, dass ich auf dem Eis keine Spur von dem Bär gesehen habe und keinen Anschuss. Sehe ich auch jetzt die Spuren schon wieder nicht mehr, die ich gerade noch gesehen habe. Da unten ist eine. Keine Ahnung, ob das der Bär ist. Ist aber irgendwie naheliegend. Da ist Blut. Okay. Da ist der Bär. Dann gehen wir den mal einsammeln. Den habe ich, glaube ich, nicht gut getroffen. Ja, Blutungsgrad sehr niedrig. Weil wir wissen, dass er umgefallen ist, aber da werden wir wohl ein Stück hinterherlaufen müssen. Hat hier noch 75 bis 100% Leben. Oh, ja.
Wäre schön, wenn wir noch eine dritte Spur direkt finden. Dann hätten wir, falls wir noch einen killen müssen, schon mal wissen wir, wo welche sind. Okay, Hälfte Leben, so weit kann er jetzt nicht mehr sein. Wildschweine. Und dafür habe ich jetzt die Bärenspur aufgegeben. Okay, mal gucken, was hier, das sind das wahrscheinlich alles Wildschweinspuren, die hier rum. Rumgetrapselt sind. Okay. Dann suchen wir mal den Bär wieder. Bär. Oh, das war ein anderer Bär. Das ist ja schon mal gut, dass wir das jetzt haben. Aber ich würde gerne den toten Bär noch einsammeln. Okay, Fido hat eine Spur. Nee, Fido sucht noch. Jetzt hat er. Entdecke drei verschiedene Braunbären. Oh, ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Das ist jetzt bestimmt mit Spotten. Da müssen wir uns jetzt beeilen, dass wir vielleicht die drei am See dann gleich noch erwischen. Können wir das hier durchziehen. Ich kümmere mich jetzt auch nicht um die anderen Tiere hier am Wegesrand. Versprech's. Alter, wie weit bist du denn gelaufen? Wie scheiße habe ich denn getroffen? Okay, das war definitiv der schlechteste Schuss heute. Auch wenn ich den zwei Truthähne gar nicht getroffen habe, würde ich immer noch sagen, dass das der schlechteste Schuss war. Hey, Lina. Wow, das ist auch keinem aufgefallen. Hey. Dankeschön. Gefettfingert im Titel. Aber könnt ihr mal sehen, Titel liest keiner, sonst wäre das schon viel eher aufgefallen. Huch, falsche Muni. Konnte man Bären nicht mit der 243 schießen? Na, Schwarzbären auf jeden Fall, aber... Okay, das erklärt, warum er so lange gelebt hat, ne? Muss man jetzt mal so sagen. Die können alle nicht mehr lesen. Es liest einfach keiner Streamtitel. Ist einfach so. Kannst du reinschreiben, was du willst. Ich habe immer Kinomodus an. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Also es war jetzt kein Vorwurf. Ich habe mich nach 7 Jahren Twitch dran gewöhnt, dass ich mir eigentlich überhaupt keinen Titel ausdenken muss. So, jetzt sind wir gleich wieder am Wasser. Da müssen wir ein bisschen leiser sein wieder. Und wenn alles gut läuft, sind alle drei Bären noch da. Dann haben wir direkt... Wir brauchen sogar nur zwei, sehe ich gerade.
Und die nächste Quest wird dann wahrscheinlich sein, dass wir einen erlegen sollen. Jetzt mal tippen. Ist ja meistens irgendwie so die Reihenfolge. Finde Spuren, entdecke Tier, töte Tier. Aber, ja, kein Wunder, dass der Bär so weit gekommen ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, die Schwarzbären auf Layton Lake, die konnte man auch mit der 243 schießen, meine ich. Also, verwertungsgerecht. Oh, ist nur noch einer von den dreien da. Ah, doof. Hey, Tosch. Rouladen mit Kartoffeln und Rotkraut. Die anderen haben sich schon verzogen. Die sind schon fertig mit Trinken. So. Ich muss aber nochmal ganz kurz weg. Gleich wieder da. Nur fix mal was zu trinken geholt. Trockenen Mund gehabt. Okay, das ist natürlich schade. Aber wir finden bestimmt gleich noch ein paar mehr. Bis wann trinken die? Bis 24 Uhr. Wie spät haben wir? Da geht noch was. Alter, wieso flackert denn mein rechter Bildschirm hier so ein bisschen? Ganz ehrlich sein, Hunter ist ein bisschen doof. Dadurch, dass das keinen richtigen Vollbildmodus. Also, doch, es hat einen richtigen Vollbildmodus, aber wenn du raustappst, tut er immer wieder in Fenstermodus wechseln und dann flackern bei mir die Fenster auf dem zweiten Monitor dumm rum. Mal ganz kurz hier einmal minimieren und wieder maximieren. Hoffentlich, weil das nervt, wenn das so im rechten Augenwinkel irgendwas die ganze Zeit rumzuckt. Ach, guck mal, da sind sie. So. Und jetzt töte einen Bär, ohne die Lunge zu treffen. Wir brauchen ein Rentier für ein paar Schadstofftests, was das so herausfordernd macht. Alle Organe müssen intakt sein. Ziel auf das Rückgrat. Wie komme ich denn jetzt von einer Bärenquest auf einmal wieder zu Rentieren? Also, ja, das ist diese Quest biologische Schadstoffe. Das sehe ich auch ein. Da mussten wir Rentiere, ne? Das waren die ganzen Tiere, die, wo wir schießen mussten, ohne die Lunge zu treffen. Was hat das mit den Bärensuchen jetzt dazwischen drin gemacht? Man weiß es nicht. Den 7er Bär will ich aber trotzdem mitnehmen. Welcher ist denn das? Der so scheiße steht. Alles klar. Deckung haben wir ja keine. Wind ist so semi.
Wir können uns eigentlich nur hinlegen. Im Liegen schießen ist dann wieder scheiße. Aber naja, gut. Gucken wir mal. Oh ja, das ist richtig scheiße. Stehe ich jetzt so? Ne, ich hab gehockt. Interessiert die gefühlt halt gar nicht. Okay, der eine. Ist natürlich genau der eine, den ich nicht will. Die anderen setzen sich gar nicht in Bewegung. Wie weit seid ihr ungefähr weg? Ja, okay, die sind halt unter 300 Meter weg. Ich glaube, so weit geht der Caller nicht. Okay, wir schleichen uns noch ein bisschen näher ran. Wenn der da wegrennt, ist okay. Gut, farblich kann ich jetzt natürlich hier im Dunkeln mit dem Nachtsichtgerät nicht einschätzen, ob da vielleicht irgendwas Besonderes dabei ist, aber ich glaub's fast eher nicht. Jetzt steht der 7 oder auch noch dahinter. Finster. Ich stehe ja richtig scheiße, okay. Ja, ich meine, 300 Meter geht natürlich, aber ich würde es jetzt... Ich meine, der wird eh Gold. Aber auch nur, wenn wir richtig treffen. Will da jetzt eigentlich nichts versuchen, hier mit auf 300 Meter schießen, vor allem, wenn er so komisch steht. Muss mal gucken, ob hier noch ein Pop. Okay, das ist er. Auf den schießen wir jetzt aber nicht. Ich habe Angst, dass ich die anderen... Ich glaube, bei 300 Meter dürften die nicht mal aufschrecken, wenn ich schieße, aber wir lassen es trotzdem. Mal gucken, ob hier noch ein paar mehr irgendwo rumstehen. Das sieht auf den ersten Blick mal nicht so aus. Ja, kurz Angst gehabt. Okay, jetzt wäre natürlich besser. Und 250 Meter, das geht schon. Ding ist natürlich, wenn ich jetzt das Nachtsichtscope drauf habe, da kann ich nicht so weit reinzoomen. Wir versuchen es von hier. Jetzt läuft da genau der Bär davor, oder? Ach, ist das belastend. Der zweite ist jetzt davor gelaufen. Ja. Der sieht so gräulich aus. Ist das so einer, den ich mit der Pistole schießen sollte? Gut, okay, ich hätte jetzt eh keine Pistole dabei, aber...
Es kann halt auch täuschen am Nachtsicht, ne? Ja, du musst dich bewegen, genau. Nee, noch weiter. Okay, wir versuchen einfach hier noch ein bisschen rumzukommen. Der Vierer ist, das Weibchen ist ein bisschen ätzend, das beschützt das Männlein. Da sieht man ein Männlein. Ja. Die bewegen sich so scheiße. Das ist doch Mist. Der Vierer steht voll im Weg. Und der Siebener steht jetzt mit dem Poppes zu uns. Okay, ich probiere es, glaube ich, gleich mal mit dem Caller. Nah genug dran sind wir. Oh, ich glaube, ich gehe mal hier an die Baumgrenze ran. Da sind wir vielleicht A, der Wind ein kleines bisschen besser. Und B. Oh, warte mal. Ach, jetzt bist du. Geh mal noch ein Stück. Ich kann nicht weiter rein, so mit dem. Okay, wir gucken mal mit dem anderen Scope. Oh, das ist gut, mein Freund. Ich bin falsch genullt. Nacken traue ich mir tatsächlich nicht zu. Deswegen gehen wir volle Möhre in die Lunge und nehmen beide mit. Habe ich den getroffen, den zweiten? Ich weiß es nicht. Der erste war instant tot. Da könnten wir sogar das Herz getroffen haben. Beim zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich getroffen habe, aber ich. Ich denke eigentlich schon, dass da auch die Lunge bei war. Aber mit zwei Tiere auf einmal schießen, denke ich mir, ja doch, den haben wir getroffen. Aber der Anschuss sieht nicht atemberaubend aus. Das war nur Muskel, glaube ich. Jo, einmal in Gold. Stabil. Ins Herz. Heben wir den off. In Rotbraun. Moment. Rotbraun ist, glaube ich, auch kommen. Ja, Rotbraun ist Standard. Siebentausend. Ah, wir heben ihn nicht auf. Wir haben schon einen goldenen Bären. In Blond. Ja, der zweite ist auch tot. Das sind zweimal Jagddruck. Oh, den werden wir aber bestimmt wieder. Da bin ich mal gespannt, wo ich getroffen habe. Ich hätte gesagt, dass wir die Lunge getroffen haben, aber der Anschuss war relativ klein. Da oben liegt er. So, ja, wenn wir gleich Rentier schießen sollen, da weiß ich schon, wo wir hingehen.
Hä? Habe ich ihn hier nicht gerade irgendwo liegen sehen? Oh wow, bin vorbeigelaufen, der lag im Busch. Silber in grau. Oh, wäre das so, ich hab doch noch gesagt, der sieht irgendwie grau aus. Wäre das so einer gewesen, Lydia, den ich hätte mit der Pistole schießen müssen? Nee, da hätte dann Geist da gestanden, oder? Grau wird auch nicht selten sein, gehe ich mal von aus. Aber nee, der ist auch kommen. Aber grau sieht irgendwie cool aus. Naja. Nee. Heben wir nicht auf. Aber wir haben die Lunge getroffen. Dafür ist er echt weit gekommen. Okay. Und das klang so, als hätte ich hier gerade noch ein Elch gerührt. Mitten im Wind drin. Aber wir gucken mal ganz kurz, ob wir einen zu Gesicht bekommen. Wir brauchen ja noch einen. Oh, um Gottes Willen, Telefon, erschreckt mich nicht so. Ist doch ein Elch, oder? Aber ich sehe ihn nicht. Sind halt leider im Wind. Wo einer ist, sind in der Regel auch mehr. Lol, da oben. Es klang, als würde das von da... Oh, aber direkt ums Eck, ey. So weit bist du doch gar nicht weg. Ich muss dich doch sehen. Ah, da liegst du. Das ist natürlich belastend, dass da genau der Hügel davor ist, ne? Oh, das war zu weit links. Hat sich's nochmal bewegt und ich hab's Herz nicht getroffen. Aber das sollte auf jeden Fall die Lunge gewesen sein. Ja. Tödlicher Treffer gerade eben. Okay. Na dann gucken wir mal, ob die Kuh zählt. 650 Kilo sollte sie auch nicht gehabt haben. Die scheint hier auch alleine gechillt zu haben. Wir haben nichts anderes aufgeschreckt. Ja, Ruhegebiet für ein Tier. Ja, das eine Tier ist dann leider jetzt auch nicht mehr da. Das ist meine Elchkuh. Geht weg.
Aua, dich hab ich gar nicht gesehen, mein Freund. Wow. Bin ja super am Zielen heute. Oh Gott, und im Nachladen. Ah, ich sammle jetzt schnell die Elchkuh ein, bevor ich hier sterbe. Kein Bock, nochmal hierher zu laufen. Oh Gott, wie viele sind das denn? Aber der Albino ist nicht dabei. Da habe ich auch immer mal geguckt jetzt noch. Könnte mein Hund mir mal helfen und die verjagen? Ich glaube, ich habe nicht einen getroffen bis jetzt. Habe ich auch nie getroffen. Wir suchen einfach das Weite. Ich glaube tatsächlich, für die Quest hat es aber gerade nicht gezählt mit der Elchkuh, kann das sein? Muss mir da, glaube ich, den Questtext nochmal durchlesen. Ich finde das so doof, die Geräusche. Man kann die nicht richtig einordnen von der Richtung. Da hat sich da gerade einer hingelegt. Ist der gerade gestorben? Kann ihn nicht markieren. Klingt die ganze Zeit, als wäre noch einer links neben mir, aber hab da keinen gesehen. Hab ich doch einen getroffen? Ich glaube, die Waffe ist auch ein bisschen Overkill für die Wölfe, oder? Ich weiß es gar nicht. Da war wohl was im Weg. Also wenn das mein Hund ist, der die ganze Zeit hier so knurrt, ich weiß nicht, dann bräuchte ich da mal irgendwie eine Animation dafür, dass er die Zähne fletscht oder so. Weiß ich nicht. Okay, hier liegen auf jeden Fall ein paar tote Wölfe. Eine Fido vorm Gewehr rumgesprungen sind, sonst hätte ich den ja schon dreimal gekillt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle waren. Mal sehen. Einmal Silber. Okay. Einmal Gold. Da könnte man drüber off überlegen, ob man den aufhebt. Oh, knapp vorm. Also, was heißt knapp, aber nicht weit weg vom Diamanten. Aber Gold haben wir schon ein. Und ja, Grau ist jetzt bei dem Grauwolf wahrscheinlich auch eher nicht so selten. Aber ein bisschen Geld haben wir damit gleich mal verdient. Okay. Jetzt ist die gute Frage, liegt hier noch einer? Da liegt noch einer.
Oh, gute Gruppe, ne? Waren alle Silber und Gold. So, jetzt natürlich keine Ahnung, ob hier noch einer liegt irgendwo. Fido, guck mal, ob du noch ein bisschen Blut findest. Ich bin mir unsicher, ob hier noch einer ist. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, oh je, da ist jetzt aber ein großer pinker Fleck. Das Gute ist, damit haben wir hier den Jagddruck ein bisschen verringert. Da gibt's Rentiere und da gehen wir jetzt hin. Stellen uns die Zeit wieder auf um 4. War um 4? 4 bis 8 war Trinkzeit von den Rentieren, ne? Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Unfassbar. Genau. 4 bis 8. So. Und ich will aber trotzdem noch kurz gucken, Missionsliste. Erlege einen Elch mit einem Gewicht von höchstens 650 Kilo und verwerte ihn. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Und die ist ja auch nicht gebietsgebunden, oder? Ich habe da schon fünfmal nachgeguckt. Nee, die ist nicht gebietsgebunden. Entweder fehlt mir irgendeine Information. Gut, okay, das zweite jetzt war eine Elchkuh. Die war verwertungsgerecht. Das erste war ein Elchbulle, der war nicht verwertungsgerecht. Aber es steht, das Geschlecht steht ja nicht drin. Ein Elch. Sagt, ne? Sonst steht ja meistens dann explizit ein Elchbullen oder eine Elchkuh oder whatever. Naja, gut. Da rennen schon wieder Wölfe weg. Weiß ich nicht, was ich da falsch mache, um ehrlich zu sein. So, jetzt müssen wir es also bei den Rentieren mit dem Nackenschuss probieren. Weil wir kein Organ verletzen sollen. Muni. Oh, danke für den Hinweis. Eieiei. Habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Das wäre echt cool, wenn man hier ein bisschen sortieren könnte nach, diese Waffen besitze ich. Also blende alles aus, was ich nicht besitze. Wäre schon sehr hilfreich. 7 mm brauchen wir. Oder ein Suchfeld. Es gibt einfach so viele Muni. Da. Hier hatten wir doch 2, 3 Herden. Die scheinen noch nicht da zu sein. Gut. Das mit dem Elch verstehe ich trotzdem nicht. Wenn auf YouTube jemand eine Ahnung hat, einfach in die Kommentare damit. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
rein von den Infos, die mir zur Verfügung stehen, würde ich sagen, nichts. So, da haben wir schon mal Krüppchen Nummer 1. Wir gehen mal zum Hochsitz. Das, da habe ich aber gerade ein großes Geweih dazwischen gesehen. Moment, wo sind sie? Genau den kriege ich jetzt natürlich nicht anvisiert. Mal kurz gucken, ob wir mit dem Gewehr eine bessere Sicht haben. Ne, haben wir nicht, weil ich das falsche Scope getroffen habe. Alter, was wackel ich denn so? Meine Güte. Jetzt haben wir einen Vierer. Naja, gut, okay. Wird wahrscheinlich nur Gold sein. Da ist ein Luchs. Oder ein Wolf. Weiß ich noch nicht. Ist zu weit weg, kann ich nicht spotten. Was bei dir denn verkehrt? Auf der Flucht, aber nicht vor mir. Ich weiß jetzt nicht, wo ich gerade den Luchs oder Wolf gesehen habe. Ich konnte es nicht identifizieren. Naja, gut, okay. Wir gehen mal auf unseren Hochsitz. Wo ist denn der? Es könnte halt auch ein Baumstumpf sein, ne? Okay. Da ist das Krüppchen. Bin ich. Ach, da. Ist lustig, wie ich den jetzt hier nicht sehe. Da stand jetzt auch das Geschlecht wieder nicht dabei. Oh, der Wind ist natürlich belastend für die Richtung. Wie weit sind denn die weg? Vielleicht nehmen wir doch, versuchen wir doch erstmal auf der Seite. 500 Meter. Gut, die schrecken nicht auf, wenn ich von hier schieße. Ihr müsst euch bloß erstmal. Ihr müsst mal stehen bleiben. So im Laufen treffe ich bestimmt keinen Nacken. Hier ist auf jeden Fall richtig Reintier-Party auf dem See. Okay, die da stehen schon. Ein bisschen näher ran müssen wir trotzdem. Oh, das kannte ich noch gar nicht, das Trinkgebiet. Cool. Die sind sich noch nicht so ganz sicher, wo sie trinken wollen. Aber eine von beiden Gruppen verjagen wir eh. Wenn die jetzt mal stehen bleiben würden, wäre cool. Die Entfernung ist gerade. Da kommt, da ist noch eine Gruppe. Alter. Ja, Weihnachten naht. Die Rentiere kommen raus. Der sieht dunkel aus, aber ich glaube, das ist das normale Braun von denen. Das lässt sich mit der Nachtsicht schwierig beurteilen. Könnt ihr mal stehen bleiben? Okay, wenn ihr da lang lauft, laufe ich halt nochmal weiter auf die andere Gruppe zu da.
Die sind wenigstens gechillt und der eine da, der hier, der steht auch so schön frontal zu uns. Aber er ist noch ein bisschen weit weg. Ein bisschen näher ran wollen wir noch. Da hat jetzt einer... Einer hat mich bemerkt. Der warnt, zum Glück warnt der seine Freunde nicht. Das ist auch cool, dass die sich untereinander nicht... Okay, jetzt haben wir 150 Meter. Das finde ich gut. Schön frontal. Ja, ich glaube, wenn ich in die Hocke gehe, ist doof vom Winkel. Aber mit dem krassen Scope wackelst du hier halt rum, ne? Komm, mach mal Kopf runter. Ich meine, in der Questbeschreibung steht, dass er empfiehlt, ins Rückgrat zu schießen. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ins Rückgrat schießen muss. Der hat jetzt auch einfach keinen Bock zu trinken, ne? Alter, das... Wenn ich nicht gegenhalte, schwankt das Ding so hart rum. Es schwankt auch nur nach rechts, es schwankt nicht wieder zurück. Das ist witzig. Komm, mein Freund, Kopf runter. Ich soll keins deiner Organe verletzen. Wird eh schwierig. Irgendwie das Gefühl, dass wenn ich ihm in den Nacken schieße frontal, die Kugel so gefühlt einmal quer durch ihn durchgeht. Komm, du hast Durst. Gut, bei dem könnte ich seitlich auch im Stehen versuchen. Der will nicht. Der weiß, was ihm blüht. Er schüttelt ja auch die ganze Zeit den Kopf und sagt, nein, der soll mal so wie der da. Und jetzt bewegt er sich. Okay, dann nehmen wir den anderen. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Rentiere zur Auswahl. Das war zu hoch. Da habe ich vorbeigeschossen. Bin im letzten Moment ein bisschen verrutscht. Schade. Gut, da haben wir Gruppe 1 verjagt. Geonkelt. Mach's besser, Run. Okay. Der warnt da hinten. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung hier verloren auf dem See. Okay, wir müssen aber in die Richtung. Alles klar. Ja, ist jetzt bloß das Problem, die riechen mich jetzt.
glaube... Oh, warte mal. Ach, das ist aber gar nicht die Gruppe, die... ist das die, die wir eh gerade aufgeschreckt haben? Nee. Ruhig. Ruhig. Sind alle ruhig. Wo ist denn mein Hochsitz? Ich sehe den schon wieder nicht. Da. Nicht rennen. Rennen ist doof. Den Nacken zu treffen ist. Wie weit bist du weg? Ist der Winkel ist. Kommt noch einer. Noch ein Vierer. Oh ja, das ist gut. Warte mal. Nee, das ist schlecht. Alter, wenn das Ding hier nicht so wackeln würde. Ich glaube, meine Waffe war auch komplett falsch genullt. Deswegen habe ich nicht getroffen. Nicht in der Bewegung. Ja, der wird gleich wegrennen. Ja, der ist doof. Das ist doof. Das bringt nichts. Die Herde verpieselt sich schon. Wow, einfach gar nichts sehen. Der sieht aber nicht aus wie auf der Flucht. Er trabt da so ganz gemütlich gleich an uns vorbei. Ah, jetzt nimmt er Fahrt auf. Tschüss, kleiner Freund. Das ist falsches Scope, was ich da drauf habe. Aber jetzt mal ernsthaft, normalerweise müsste ich doch hier mein Dreibein irgendwo stehen sehen. Ach da. Okay. Wenn man jetzt mal so normal guckt, ist gut getarnt. Okay, die haben sich komplett erstmal weggezogen. Aber wir haben da noch eine Gruppe. Und eigentlich müsste dahinter müssten noch zwei Gruppen sein, die jetzt noch gar nicht reingerendert sind. Dreibein ist ein bisschen weit weg eigentlich. Wir setzen uns mal rein, mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass da die Waffe weniger wackelt. Das ist halt einfach nur für den Jagddruck. Da ich ja nicht ganz so gutes Aim habe, sind solche Aufgaben für mich immer schwierig. Vierer sieht schön aus. So, ja, Nacken, ne? Oder halt Rückgrat. Aber Rückgrat ist ja wieder kein... Das ist jetzt halt die Frage, ne? Rückgrat wäre nicht verwertungsgerecht, weil das Rückgrat lustigerweise ja nicht als Organ zählt, im Gegensatz zum Nacken. Erlege ein Rentier mit einem Schuss ins Rückgrat. Oder ohne eines der wichtigen Organe. Okay, also Rückgrat ist eine Option, aber müssen wir nicht. Okay, hier ist natürlich, wenn ich jetzt schieße, rennt die ganze Gruppe los. Also da ist...
Eigentlich ist mir egal welches. Lieber eins, wo den Vierer vielleicht nicht. Guck mal, nehmen wir doch den da einfach. Du bist 180 Meter weg. Oder 160 bis 180. Okay. Also wenn die Waffe nicht krass verzogen hat, war das dann Nacken. Ich hätte zwar gedacht, dass ich einen Tick zu hoch oder zu niedrig für einen Nacken bin, aber es war definitiv Halsregion. Ich glaube nicht, dass die Waffe so sehr nach rechts gezogen hat, dass es die Lunge geworden ist. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, mehr oder weniger. Ne, warte mal, da wollen wir hin. Warum habe ich da Jagddruck? Der muss noch alt sein. Der ist nicht von heute. Den habe ich doch nicht getroffen, den einen. Das müssen wir gleich nochmal gucken gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, vor uns hatte ich keinen Jagddruck hier auf dem See. Dass wir den schon komplett abgebaut hatten. Aber erstmal zu dem. Den da vor uns nicht getroffen gehabt, oder? Da habe ich doch meilenweit dran vorbeigeschossen. Aber ich meine eigentlich dadurch, dass wir das letzte Mal hier so viel gejagt haben und hier ja jetzt sogar schon Jagddruck verschwunden war, nachdem wir hier die ganzen Wölfe und so gekillt haben, da war vor uns kein Jagddruck. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da war vor uns keiner. Ich wäre halt hart überrascht, weil ich bin der Meinung, dass ich gar nichts getroffen habe, weil die Waffe falsch genullt war. Aber vielleicht habe ich irgendwo ein Ohrläppchen erwischt oder so. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was das hier Schönes geworden ist. Ja, Nacken. Der sollte aber zählen. Wir haben keine. Ja, oder zählt das als Organ? Man weiß es nicht. Aber war ein guter Schuss. Hat auf jeden Fall für die Quest. Oh, und damit ist die Quest abgeschlossen. Oh, wir haben jetzt nur noch die eine Quest? Weil dann machen wir doch heute fertig hier. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Schritte die Quest noch hat. Gut, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Und ich habe heute eigentlich auch gar nicht so viel Zeit. Heute gibt es auch nichts nach Hunter. Aber dann mit dem Elch muss ich ja nochmal probieren. Da müssen wir gleich nochmal die Zeit anpassen. Und gehen nochmal Elche suchen. Ich weiß gar nicht, ob hier an dem See auch Elche sind. Aber jetzt will ich erstmal. Das interessiert mich jetzt. Wir gehen da mal Blut suchen. Jetzt wäre es Quad gerade praktisch. Ich bin ja nicht der Meinung, dass ich da was getroffen habe. Ja, falls wir das heute noch fertig kriegen. Ja, okay. Auch wenn wir das heute nicht fertig kriegen, wird es nächste Woche, denke ich mal, direkt in die Savanne gehen dann. Dass wir nächste Woche geteilt sind quasi. Da läuft noch ein Luchs oder so. Den wir aufgescheucht haben.
So, wenn wir beim Marker angekommen sind, lassen wir Fido mal nach Blut suchen. Anschuss sehe ich keinen auf den ersten Blick. Sollte ja eigentlich im Schnee gut zu sehen sein. Einfach mal suchen lassen. Bin der festen Überzeugung, dass hier vor uns kein Jagddruck war. Ne, das ist Losung. Oh, Fido hat eine Blutspur gefunden. Das ist aber nicht der Anschuss. Naja, gucken wir mal. Bin gespannt. Mein Tod sein muss er ja. Aber wahrscheinlich noch 3 Kilometer in den Wald reingelaufen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich getroffen habe, um ehrlich zu sein. Auf was hatte ich gezielt? Ich glaube, das war ein Dreierbock, ne? Und gezielt habe ich auf den Hals. Bin mal gespannt. Vielleicht habe ich auch irgendwas was getroffen, was dahinter stand. Ne, wenn, dann hätte ich ja was treffen müssen, was davor stand. Weil die Waffe ja auf 75 statt auf 300 Meter oder auf 75 statt auf 150 Meter genullt war. Jetzt da gerade mal bei der Hälfte leben. Ein Hinweis zu der Quest, das scheint ein Schreibfehler zu sein mit 620 Kilo. Da es das Maxgewicht ist. Stimmt. Das sollte eventuell unter 350 sein. Ja, das würde erklären, warum es nicht geklappt hat bisher. Ich habe mich mit 650 Kilo auch schon ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich super. Na, gucken wir mal. Hoppa. Ido hat wieder Kreislauf. Uiuiui. Also, wir haben getroffen, aber Ohrläppchen oder so. Kleinen C. So weit, wie er noch gekommen ist. Habe ich noch Flitzen sehen? Ah, guck mal, da liegt's. Eieieiei. Das arme Tier. Sind schon wieder die Wölfe am Knurren hier. Der lebt ja noch. Der lebt ja immer noch. Ah. Oh, wir haben sogar einen Hals getroffen, nur einen Ticken zu hoch. Uiuiui. Ui.
Was halten die denn aus? Aua. Hab ich sie jetzt verjagt? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ah, wir haben jetzt fast zu Hause gewesen. Aber immerhin gut für den Geldbeutel und fürs Level. Okay. Ja, eigentlich habe ich gedacht, wir laufen einfach rum und gucken nach Elsch. Aber in dem Fall jetzt würde ich sagen, wir porten, passen die Zeit an. Achso, wir müssen, wenn dann nach da. Ne, dann porten wir nach hier. Dann sind wir nämlich auch wieder geheilt. Okay. Elche trinken um 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jo, genau so sieht's aus. Ja, lohnt sich auch die Zeit umzustellen. Wir sind mittlerweile bei 500 angekommen fürs Ausruhen. Gut, wir haben heute auch tatsächlich mal ein bisschen häufiger als sonst die Zeit angepasst. Sonst mache ich das ja nicht so. Okay, dann würde ich sagen, erste Anlaufstelle haben wir da. Und ab die Post. Wind ist mal wieder supi. Bin es ja nicht anders gewohnt, als dass wir direkt in den Wind reinlaufen. So sehr ich die Tiger liebe, rein von der Optik, bin ich aber auch froh, wenn wir mal wieder eine andere Map spielen. Aber dieses, dass wir zwischen den Maps hin und her gesprungen sind am Anfang. Ah, nee. Oder so zwischendrin mal. Ganz am Anfang haben wir ja fast nur Leighton Lake gespielt. Da kommst du halt nirgendwo so richtig voran. Ich glaube, es ist halt schon besser, wenn wir uns auf eine Map konzentrieren, wenn wir wirklich einfach auf die Quests gehen wollen und nebenbei halt alles so ein bisschen jagen. Was gibt's in der Savanne alles? In der Savanne gibt's Löwen. Ich glaube Gnus. Büffel? Fragezeichen, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Diese komischen Springböcke, Gazellen oder wie auch immer die heißen. Elchkühe? Hallo, guten Tag. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich dich aufgeschreckt habe, um ehrlich zu sein. Also, die Geräusche sind gerade schon wieder geil. Ich weiß nicht, durch welchen Busch ich jetzt hier gerade durchlaufe, aber okay. Was es nicht gibt: Zebras, Giraffen, Elefanten, Nashörner, Krokodile. Stimmt. Ne, Krokodile gibt es nur im... in Australien gibt es Krokodile und irgendwo anders noch. Ich bin, weiß gerade nicht genau. Sind ja auch unterschiedliche Krokodile. Irgendeine zweite Map war es noch.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich finde es aber zum Beispiel gut, dass Elefanten und Nashörner nicht drin sind. Gut, Zebras hätten ruhig rumlaufen können. Ja, und Krokodile? Ich glaube, dafür ist zu sehr Savanne und nicht genug Flussdelta, dass welche da sein könnten. Stimmt, hast du irgendwie. Ja, gut, bei Fuchs weiß ich nicht, ob Fuchs. Fuchs ist halt schon so common zum Jagen irgendwie auch. Wie gesagt, ne, ich kann das ja immer wieder sagen, so real-life-mäßig würde ich das, was wir hier machen, nie im Leben tun, weil das ist ja. Eigentlich ist das ja wirklich Jagen aus Spaß und an der Freude. Hier geht es ja nur um die Trophäe. Hier geht es ja nicht um Nahrungsbeschaffung oder so. Das finde ich eigentlich generell nicht so cool. Aber ich meine, dafür darf man ja dann auch mal Realität und Computerspiele trennen. Aber trotzdem finde ich es dann gut, dass halt, ne, Elefanten und Nashörner so elfenbeinmäßig raus sind. Wobei ich jetzt auch tatsächlich schwindeln müsste. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo genau das ist, ob es da überhaupt die Tiere geben könnte. Aber eigentlich Savanne, Zebras auf jeden Fall, ne? So, hier haben wir leider keine Elche am Trinken. Okay. Ich meine, ich weiß ja, dass im Real Life Jagd seine Daseinsberechtigung hat. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, ich meine, klar, halt Populationskontrolle und so weiter. Aber eigentlich ist das ja auch ein von Menschen gemachtes Problem, weil theoretisch tut sich die Natur ja selbst kontrollieren, was Überpopulation und so weiter angeht. Ist ja auch eher menschengemacht. Dass da eine Kontrolle überhaupt notwendig ist. Finde ich zumindest. Jagen ist halt ein sehr spezielles Thema für sich. Muss man schon zugeben. Zwanzig bis 359. Gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück. Ich denke mal, dass wir mit Elchkühen sowieso besser beraten sind. Blutungsgrad Mittel ist gut. Ja, okay, auf jeden Fall tödlich. Alter, und ich sehe nichts. Okay, wo bist du hin? Ich sehe keine Spur von dir. Du hast doch da hinten. Ach, da liegst du sogar schon.
So, Daumen drücken. Dass es ein Leichtgewicht ist. Wo steht denn das Gewicht da? Ah, 387. Hat aber gezählt. Okay. Nächster Missionsschritt. Jetzt wieder ein Rentier. Ich will jetzt nicht nochmal die Zeit umstellen. Mit höchstens 650 Kilo. Naja. Schade, wenn dann so Textfehler drin sind. Ich meine, gut, Rentiere laufen hier ja auch so rum. Gucken wir mal. Will jetzt nicht nochmal die Zeit umstellen. Das wäre irgendwie Quatsch. Ich weiß nicht, wie viele Schritte die Quest noch hat. Wäre jetzt aber auch irgendwie blöd so... in Anführungsstrichen eine halbe Stunde vor Ende. Zum Wasser brauchen wir eigentlich nicht gehen. Da werden jetzt keine Rentiere sein, fällt mir so auf. Wir gehen mal hier so... Wir gehen mal hier so. Haben wir vielleicht... Es gibt ja nicht nur Trinkstellen. Gibt ja auch Fressplätze. Da haben wir Rentier. Ja gut, von 20 bis 0. Nee, wenn, da müssten wir schon eher nach einem Fressplatz suchen. Aber haben wir hier tatsächlich gerade gar nicht. Was haben wir da? Brown Bear. Rentier von 8 bis 12. Ja, das ist gerade rum quasi. Dann chillen die doch aber irgendwo noch von 12 bis... 16 oder so? Wir machen mal Folgendes. Wir reisen hier hin. Ich habe da oben den Aussichtspunkt ja noch gar nicht eingenommen. Vielleicht finden wir auf dem Weg ein Rentier. In der Ecke waren wir irgendwie noch nicht so. Da ist auch noch eine Höhle, wo ich noch nicht war. Interessant, ich habe gedacht, wir müssen in alle Höhlen zwecks... Aber warte mal, dann gehen wir erstmal zu der Höhle. Zwecks den Fotos. Aber die Quest ist ja schon durch. Kilo. Okay. Naja, im Zweifelsfall einfach ein Rentierweibchen, das passt ja meistens irgendwie. Vielleicht nicht unbedingt das erste, aber... Ich glaube, wenn es um diese soll nicht mehr als das und das wiegen Quests geht, ist man mit Weibchen, glaube ich, am besten beraten. Das finde ich übrigens auch gut in dem Spiel, dass es keine Jungtiere gibt. Es ist zwar ein bisschen eigenartig in dem Sinne, vom Gefühl her, weil, ne, wieso gibt es nur erwachsene Tiere, aber ich finde es gut, dass es keine Jungtiere gibt.
zu spät gesehen. Wiesel. Vielleicht noch jemand, der es nicht mitbekommen hat, dass ich da bin. Schade. Kilo. Könnte ganz knapp. Aber ich glaube fast nicht, dass wir so viel Glück haben jetzt. Da müsste ja wirklich ganz unten scoren, was das Gewicht angeht. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Der lag doch hier. Ach da. Ah, 102 Kilo. Schade. War halt interessant, dass die auch nicht gewarnt haben vorher. Oh, mir fällt gerade was ein. Also, dass die gar kein Geräusch gemacht haben, sondern einfach instant weggerannt sind. Aber gut, ich stand auch plötzlich vor ihnen, also. Was sollen sie machen? Ich war halt einfach da. Ist natürlich auch gerade wieder ein bisschen unübersichtlich. Dort könnte auch ein verschneiter Wald in Deutschland sein. Keiner da. Sammelobjekt gefunden. Okay. Ich habe nicht so richtig erkannt, was es war. Ein Horn oder so, würde ich sagen. Hier ist doch auch noch eine Höhlenmalerei. Interessant, dass wir die in der Quest nicht mit aufgesucht haben. Wonderful.
discovery. This Bronze Age painting is one of our local Easter eggs. The people who painted this were ancient hunters just like you, but millennia ago, with no guns and no hunter mate. Keep your eyes open for more of this as you explore the taiga. They are rare finds. Ja, so selten sind die gar nicht. Hast du ja gefühlt in jeder Höhle eins. Boah, ich dachte gerade, da steht ein Wolf, aber es war unser Hund. Es gibt ja noch 7 bis 8 versteckte Sammelaufgaben für die Quests. Ja, gut, okay. Aber das ist ja... Die Collectibles, da bin ich ja sowieso nicht so der Sucher. Obwohl wir einige gefunden haben, ne? Ah, schon auf der Flucht. Das war super nah dran. Schade. Ich hab gedacht, hier ist nichts, wenn ich rauskomme. Okay. Kommen wir besser, wenn wir zum... Ich weiß nicht, ob ich hier hochlaufen kann. Das ist ja immer so ein Ding. Ah, wir probieren es einfach mal. Schauen wir mal. Ich meine, Spuren sind ja hier genug, ne? So ist es ja nicht. Wir haben auch schon einige verschreckt. Die Sicht ist halt nicht so prall hier. Ach komm. Entschuldigung. Nächster bitte. Mats, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Das ist der Albino-Wolf. Stimmt. Moment mal, ich hab kurz gedacht, hier ist noch eine Höhle. Müssen krachen. Ich will hier hochspielen. Wenn ich das will, dann geht das auch irgendwie. Okay, es geht nicht. Ich sehe es ein, wir laufen da lang. Das verschreckt hier im Umkreis von 2 Kilometern. Es wäre halt auch echt mies, ne? Wenn bei so einem Wolfsangriff dann der Albino-Wolf dabei ist, wo du nicht gescheit zielen kannst und den dann verschießt. Wobei, wäre mir auch egal. Meine Mitverwertung wäre natürlich schöner, aber ohne, meine Güte, geht die Welt nicht unter. Solange er schön weiß ist.
Aber den werde ich eh, wenn, dann nur durch Zufall finden. Aber jetzt wäre so ein Rentierweibchen. Das wäre doch schön. Das ist ein Bär. Ist so blöd hinter der Ecke, da kann ich mich jetzt nicht ranschleichen. Und Bären hatten wir heute schon ein paar. Wenigstens ein kleines bisschen übersichtlicher. Aber gut, weißt du auch nie, was dann da hinter der Kuppe steht. Oh, da hat der männliche Bär auch noch gewarnt. Wir sind hier wirklich immer so pärchenweise unterwegs, ne? Erstmal Aussichtspunkt. Ich sag jetzt einfach mal, dass auf den paar Metern jetzt hier kein Tier mehr steht, deswegen... Mama Krach. Vielleicht sehen wir ja von oben was. So, ich weiß gar nicht, ob es der letzte Aussichtsturm ist, aber den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Herrlich. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Hütte, bei der wir noch nicht waren und noch ganz viele Sachen, die ich... noch nicht besucht habe.
Okay, von hier sehe ich mal zumindest nichts. Schade, jetzt suche ich mich danach ein bisschen tot hier, ne? So eine Tür wäre schon angenehm im Klo, oder? Und bei den Wetterbedingungen auch eine Heizung, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber eine Tür wäre schön. gehe ich jetzt eigentlich eher Richtung Hütte? Oder? Achso, ja gut, das ist ja ganz grob Richtung Hütte. Und mit ein bisschen Umweg. Gleich um 3. Eigentlich müsste ich Feierabend machen. Andererseits habe ich schon das Bedürfnis, das Rentier wenigstens noch zu erlegen. Wenn denn eins da wäre. Wir haben auf jeden Fall ein Ruhegebiet oder ein Fressgebiet. Das nehmen wir nochmal noch mit. Ist sogar Rentier. Das geht aber doch nicht. Doch, heute muss ein bisschen eher. Ich muss dann noch zu meinem Bruder fahren, was am Auto gucken. Was fehlt dem Kleinen? Ach Gott, dem fehlt ganz viel. Aber jetzt geht's erstmal irgendein Lager an der Hinterachse, was gewechselt werden muss. Da muss mein Bruder gucken, ob er das machen kann oder ob ich in die Werkstatt muss. BMW, bring mich weg. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mit meinen BMW ist echt wenig Probleme, so tendenziell. Wie lange habe ich denn meinen jetzt, meinen aktuellen? 5 Jahre, glaube ich. Bisschen mehr als 5 Jahre. Und der hat eigentlich noch nichts Größeres gehabt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass der TÜV was bemängelt hat. Also, und der hat jetzt 270.000 auf der Uhr. Gekauft habe ich mit 130. Also das, ich bin da sehr zufrieden. Und mein, ich hatte ja vorher einen E36. Gut, da war dann halt der Rost. Deshalb ist mir halt der Rahmen weggerostet. Da, ansonsten, der lief noch tipptopp. Aber aufgrund vom Rost halt kein TÜV mehr gekriegt dann. Also das Einzige, was bei meinem nicht geht, ist die Parkkontrolle. Das finde ich aber tendenziell nicht schlimm. Die ging schon nicht, wo ich ihn geholt habe.
Da ist wahrscheinlich das Steuergerät kaputt. Klimaanlage hat Ärger gemacht. Die haben wir dann halt einfach abgeklemmt. aber ansonsten, also Klimaanlage ist noch das Größte. Ja, aktuell habe ich ein bisschen Probleme mit den ABS-Sensoren. Da sind wir noch ein bisschen auf der Fehlersuche. Und an der Hinterachse ist jetzt halt mal ein Lager ausgeschlagen. Ja, meine Güte. Ohne Klimaanlage im Sommer geht gar nicht. Ach, stört mich nicht. Ich fahre eher mal mit offenem Fenster. Und im Endeffekt müsste da auch nur der Generator mal gewechselt werden. Habe ich mir halt die Kosten gespart und einfach nur abgeklemmt. Ansonsten sage ich jetzt mal, dass nach, wenn nach 200.000 Kilometern mal der Klimagenerator ist, würde ich jetzt mal als normalen Verschleiß bezeichnen. Also nichts Außergewöhnliches, wo man jetzt sagt, Ja, Heizung geht. Heizung geht, sonst wäre bitter. Da hätte ich was gemacht, wenn die Heizung nicht gehen würde. Aber ich meine, der Kleine ist jetzt auch schon 15. Ja, 15 müsste der jetzt sein ungefähr. Und 270.000 Kilometer. Gut, ich fahre halt viel Langstrecke. Das ist ja auch immer nochmal was anderes, als wenn du 200.000 Kilometer in der Stadt fährst. Wo bist denn du? Du stehst doch quasi direkt ums Eck und ich sehe dich nicht. Aber du wirst doch auch nicht alleine sein. Wind ist natürlich wieder mal richtig scheiße. Bin jetzt vielleicht auch ein bisschen nah dran. Oh, nicht ganz so blickgeschützt, wie ich dachte. Sind ja in der Nähe. Vielleicht kriegen wir jemanden rangelockt. Vielleicht nicht unbedingt die Wölfe. Ich weiß nicht, der Bock wird jetzt wahrscheinlich schon weg sein, aber wir gucken mal, vielleicht kommt ja was. Habe ich denn da für eine Spur angeklickt? Der steht doch direkt vor mir. Wieso sehe ich den nicht? Oh, wow. Ah, ich habe auch die falsche Waffe in der Hand gehabt. Deswegen. Da steht er. Du bist zu groß. Ein Vierer. Als ob ich dich nicht getroffen habe. Okay, jetzt kommt hier natürlich keiner mehr.
Wo habe ich denn das Ding jetzt hingestellt hier? Ich sehe mein Caller nicht. Kann aber. Ach, da! Oh, gut getarnt! Habe ich den echt nicht getroffen? Voll ins Gebüsch reingeschossen, glaube ich. Naja. Gut, den habe ich jetzt leider verjagt, aber der wäre eh zu schwer gewesen. Ich habe nur gedacht, ich probiere es mal, aber durch Busch durch und so, das ist immer... Vielleicht war er auch ein bisschen arg nah dran. Aber eigentlich wundert es mich umso mehr, dadurch, dass er so nah dran war, aber... Ja, der magische Busch hat ihn gerettet. Ja, bei meinem Glück haben wir kein passendes Rentier mehr heute. Müssen wir wohl doch das nächste Mal erstmal noch in die Taiga. Schildenbär. Ja, den wollen wir jetzt nicht mitnehmen, oder? Ich habe mir jetzt irgendwie eh aus dem Auge verloren. Wahrscheinlich ist er weg. Ne, da. Irgendwo da. Ach, da sitzt er. Er müsste jetzt eh nochmal aufstehen. Nein, wir konzentrieren uns aufs Rentier. Lass den Bär Bär sein. Ist ja jetzt auch nichts Besonderes, so als Sechser. Da war noch ein Bär. Also ich sag mal so, mit den Bären ist es hier wesentlich angenehmer zum Jagen als auf Leighton Lake. Da haben wir die Bären immer gesucht, wie blöd. Hier kannst du ja keine 5 Meter laufen, ohne dass ein Bär auf der Flucht ist. Gefühlt. Das Gebiet hier nehmen wir mal noch mit.
Soll ruhig weglaufen. Mein Marker gar nicht mehr, der ist da unten. So, holen wir uns mal noch. Frage ich mich ja, was das für ein Marker ist. Nochmal eine Höhle? Was anderes kann ich mir hier fast gar nicht vorstellen. Hey Felix. Bist du alleine oder hast du Freunde? Du bist definitiv zu schwer. Ich lass mal jetzt in Ruhe. Ja, stopp, du bist alleine. Warum hast du denn keine Frau dabei? Schade. Jetzt muss ich mal gucken, ist hier irgendwo ein Höhleneingang? Es wird so unter mir angezeigt. Ja, das ist der Einzelne gewesen. Okay, wir entfernen uns. Es muss wirklich irgendwie. Das ist da ein Höhleneingang? Oh, Moment. Okay, ich weiß nicht, was es war. Marker. Der ist halt auch Sänger, ja, der tut ja auch Röhren die ganze Zeit. Heißt das bei denen auch Röhren? Ich weiß es gar nicht. Wäre jetzt ein bisschen gemein, wenn er ein Weibchen anlockt. Und ich das dann wegschieße. Das hier sieht nicht aus wie ein Höhlengang, aber das muss ja irgendwie eine Höhle sein oder so. Das wäre fast herzlos, ja, irgendwie schon. Hahaha.
Jetzt auch tatsächlich ein Einzeltier. Naja, gut. Armes Schwein. So, aber Höhleneingang sehe ich jetzt hier. Okay, naja, wir gucken mal hier drüben vielleicht irgendwo. Der ist halt leider zu schwer. Der darf leben. Ja, der wird gleich die Füße in die Hand nehmen. Ja, und tschüss. Mit dem Marker wundert mich trotzdem. Ich will jetzt aber hier auch keinen Höhleneingang suchen irgendwo. Vielleicht wäre da oben einer gewesen. Man sieht es halt so schlecht. Aber das ist ein bisschen komisch da mit dem Ding. Irgendwo unter der Erde. Also irgendwo muss hier noch eine Höhle sein, auf jeden Fall. Aber die interessiert mich ja jetzt eigentlich auch gar nicht. Also immer noch der Dreier. Sonst sehe ich auch kein Rentier hier. Höhleneingang sehe ich jetzt auch nicht, will mich damit jetzt auch nicht beschäftigen. Da habe ich leider nicht die Zeit für. Der Weg zur Hütte, der ist es jetzt noch. Mit viel Glück erwischen wir noch eine kleine Rentierdame auf dem Weg dahin. Ah, sind bloß 200 Meter. Wir müssen nach oben, oder? Nee, würde ich gar nicht sagen. Wölfe sehe ich leider nicht. Die werden mich wahrscheinlich gleich sehen und Hunger haben. Ja, wir müssen doch nach oben. Dammit. Gerade nicht unser Interessenbereich. Komisch, jetzt muss ich ja wieder einen übelsten Umweg latschen hier. Hier komme ich doch wieder nicht hoch. Ist so nah und doch so fern. Ne, da kommen wir nicht hoch. Bin doch gerade hier irgendwo runtergekommen, muss ich auch wieder hochkommen. Okay, es wird ein etwas weiterer Weg zur Hütte.
Da vorne können wir hoch. Hier wissen wir ja schon, dass keine Rentierdame rumläuft. Bär. Ja, ist ja fast ein bisschen schade, dass das dann heute nicht mehr... Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine finden auf dem Weg zur Hütte. Naja, erstmal Hütte einnehmen. Wir können uns ja gleich kurz um die Hütte drumherum noch ein bisschen umsehen. Es wurmt mich, wenn ich jetzt ohne dem Rentier hier okay, erst Hütte. Wind ist natürlich meh. Deswegen warnt der auch schon die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Leider eher ein bisschen unübersichtlich hier. Und viel größer ist das Problem des Windes.
lassen da mal ein bisschen rufen. Gucken mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen... Also, du siehst halt nichts hier, ey. Entschuldigung. Ja, das war ein Lux, der interessiert mich jetzt gerade nicht. So schleichen, ohne in die Hocke zu gehen, wäre mal auch geil. Wenn ich die Hocke gehe, sehe ich halt gar nichts mehr. Kannst du vergessen. Hier könnten 20 Rentiere irgendwo stehen. Ich würde sie nicht sehen. Wo ist die Thermalsicht? Leider nur Nachtsicht. Also was ist nur? Das ist ja auch schon viel wert. Bringt uns nur halt jetzt gerade nichts. Hinten ist irgendwo ein Lux. Mein Plan funktioniert nicht ganz so, wie ich das gedacht habe, denn ich komme hier nicht wieder so hoch, wie ich das gern hätte. Da hinten. 80 bis 105 Kilo. Bisschen belastend. Es allerlei Gebüsch davor und wir riechen streng. Ich meine, jetzt sehe ich es gar nicht mehr. Doch, da irgendwo hinterm Baum. Boah, hier so durch den Wald schießen ist aber... Oh, sind zwei. 80 bis 105 und das andere? Auch 80 bis 105, okay. Ich treffe doch 100 pro irgendeinen Baum, wenn ich da jetzt versuche, quer durchzuschießen. Aber näher ranschleichen ist auch eher nicht so. Irgendwie schon wieder weg. Moment. Jetzt liegt es da. Das macht die Sache natürlich auch nicht besser. Okay, das wird der letzte Versuch für heute. Chat. Müssen versuchen, ein bisschen näher ranzukommen.
halt auch genau der Busch da vorne. Und dann ist es irgendwie 2 Kilo zu schwer oder so. Ich sehe das schon. Gucken, ob wir noch ein anderes sehen. Aber ich glaube, das ist schon die niedrigste Gewichtsklasse. 80 bis 105. Es wird keine Gewichtsklasse geben, die drunter ist. Das ist dann halt Glück. Ob wir eins mit... Nächster, bitte. Niklas, danke schön für dein Follow. Als ob. Da war wieder ein Baum davor. Den ich nicht gesehen habe. Ja, gut, jetzt sind beide weg. Haben wir nicht getroffen. Das hat, also zumindest sah es nicht aus, als hätte ich getroffen. Geh mal gucken, aber... Das manchmal... Lohnt sich Call of the Wild zu kaufen? Ja gut, das ist ja immer eine Sache. Jeder hat ja anders Spaß an Spielen. Tendenziell, ja. Also ich habe meinen Spaß dran. Definitiv. Und es gibt es ja mittlerweile auch sehr günstig. Ne? Bei Steam, wenn es mal im Sale ist. Oder ansonsten bei Instant Gaming gucken. Da gibt es das auch sehr, sehr günstig. Da gibt es ja das Basisspiel schon für, keine Ahnung, 4 Euro oder so. Ich habe meinen Spaß dran, definitiv. Aber tendenziell ist es ja immer Geschmackssache. Ja, kannst du es holen für 3,99 du? Viel falsch machen kannst du für 4 Euro ja nicht, ne? Und du hast erstmal im Basisspiel erstmal zwei Maps dabei, um dich auszuprobieren. Allerdings würde ich dir da empfehlen, nicht Hirschfelden zu nehmen für den Anfang, sondern Leighton Lake, die ist ein bisschen einfacher. Aber tendenziell ist es Geschmackssache. So, jetzt steht mein Crawler einfach noch da oben rum, ne? Den hole ich jetzt aber nicht. Hier haben wir jetzt alles verjagt. Haben wir nicht? Ah, jetzt haben wir es verjagt. Gerade eben war es noch da. Dammit. Ja, ärgerlich, dass ich das gerade nicht getroffen habe. Da war irgendein Baum, den ich nicht gesehen habe. Oder mal wieder der Busch aus Beton. Da sind noch 4 andere Maps dabei und ein Hund und ein Waffenpack. Wenn du das komplett für 4 Euro kriegst, gönn dir. Also kannst du halt wirklich nichts falsch machen. Ich meine, klar, es ist halt immer das Thema, ob man generell Bock hat. Also ich sag mal so, das Spiel ist sehr entschleunigend. Das ist nichts mit rumlaufen, wild rumballern. Da hast du wenig Erfolg. Es ist halt schon eher anschleichen. Auch wenn das gerade eher das schlechte Beispiel von mir war. Eher gemütlich. Muss man halt Bock drauf haben, aber tendenziell. Wie gesagt, für den Preis machst du jetzt halt auch nicht viel falsch, ne? Das wird ordentlich Krach machen, wenn ich hier runtergehe. Oh, und im Zweifelsfall wird es sehr wehtun, wenn ich hier runtergehe. Gucken wir mal. Da habe ich doch schon wieder was aufgeschreckt.
Ein Instant auf der Flucht. Ach. Ja, ist halt übel laut, wenn du hier so eine Bergkante runterfällst. Nee, das ist ein Elch, der interessiert mich gerade nicht. Savanne, Yukon Valley, Teavaro und Medved Tiger. Nein, der Medved Tiger sind wir jetzt gerade unterwegs. Yukon Valley soll, glaube ich, auch sehr nice sein. Die habe ich selber noch nicht gespielt. Savanne werden wir beim nächsten Mal spielen. Und Teavora ist, glaube ich, auch eine sehr coole Map. Und dann halt, wie gesagt, die zwei Standard-Maps mit Hirschfelden und Leighton Lakes. Die sind ja grundsätzlich im Grundspiel schon dabei. Da hast du auf jeden Fall auch gut zu tun. Also für den Preis machst du da definitiv nichts falsch. Die Elche, die interessieren mich ja gerade null. Wo bin ich denn jetzt mittlerweile auf der Map hier? Ach Gott. Gut, Trinkgebiete brauchen wir gerade nicht gucken. Da finden wir eh kein Rentier um die Zeit. Ah, das ärgert mich jetzt. Mal kurz unseren Caller einpacken. Aber Leute, ich muss Feierabend machen. Oder wartet mal. Wir machen mal ganz kurz. Erstmal sammeln wir das Ding ein. Erstmal sammeln wir das Ding ein und dann verabschiede ich mich erstmal auf YouTube. Wir machen hier auf jeden Fall mal einen Cut. Ich gucke gleich mal, ob ich noch eine halbe Stunde hinten dran hängen kann. Im Zweifelsfall schneide ich das hier hinten dran. War doch gerade nochmal ein Call. Nee. Weil mich ärgert es jetzt tatsächlich ein bisschen. Das wurmt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber gucken wir mal, wie wir es machen.